Meine Haare nicht schön. Jetzt bin ich am Schiff. Thank you.
Stammung noch besser. Ja, ja, ja. Das ist ein gesundes Mädchen. Ja. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte ein paar organisatorische Hinweise geben. Wir hoffen, dass das Wetter hält oder noch besser wird. Die Blaskapelle, die wird gleich ein paar Stücke spielen und das werden die Regenwolken ja, wegmusizieren. Nutzen Sie die Gelegenheit jetzt und holen Sie sich noch Getränke, Kaffee und Kuchen, Langosch, was zu essen. Wenn es trocken bleibt und nicht regnet, wird um 14 Uhr der Aufmarsch beginnen. Und in dieser Zeit, während des Aufmarsches und des Erklimmens der Krone, gibt es keinen Verkauf. Deswegen nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, die nächsten 20 Minuten, weil anschließend ist der Aufmarsch und die Feierlichkeit. Und wir hoffen, dass die Glaskapelle jetzt dann bald die Regenwetter wegmusizieren. Und noch einen Hinweis, heute sind die Herrentoiletten hier im Garten bei den Dixie-Toiletten von mir aus, die sind auf der rechten Seite ganz oben und die Damentoiletten sind in den Gemeindesaal. Ich glaube, ich muss den Ofen und den Rahmen und den Dienst für mich.
Firmen hier eingemacht. Hallo. Alles Gute, viel Gesundheit und viel Spaß bei Blasmusik. Sie hören jetzt die Kuckuckspolka, die Schwarzwälder Kuckuckspolka. Thank you.
Thank you.
Liebe Ehrengäste, liebe Mitglieder der Kirchengemeinde, liebe Landsleute von nah und fern, ich darf Sie im Namen des Vorstands des Kreisgruppe Augsburg ganz herzlich zu diesem 26. Kronenfest in diesem Pfarrgarten ganz herzlich begrüßen. Wir nützen die Gunst der Stunde. Sie sehen, der Himmel ist blau. Wir wurden auch schon ein bisschen nass, aber wie der Vorgänger von Herrn Pfarrer Maywald so oft gesagt hat, der liebe Herrgott ist ein halber Sachs zumindest. Er hält mit uns. Und deswegen halte ich mich auch kurz. Ich darf ganz herzlich heute in unserer Mitte Lokale und Landtags- und Bundestagspolitik begrüßen. Ich fange mit den Damen an. Unsere erste Bürgermeisterin, Frau Eva Weber. Herzlich willkommen heute zu unserem Kronenfest. Herzlich willkommen möchte ich auch Herrn Andreas Jeckel bei uns begrüßen, Mitglied im Bayerischen Landtag. Und Herr Dr. Volker Urdich, Mitglied des Bundestages. Herzlich willkommen heute hier zu dem Kronenfest. Des Weiteren einen herzlichen Dank und herzlich willkommen noch einmal auch im Pfarrgarten unserem heutigen Gastgeber, Herr Pfarrer Maywald und Herr Pfarrer Welter. Sie haben beide heute den Gottesdienst gestaltet und wir danken für die geistreichen Worte. Herzlich willkommen und ich hoffe, Herr Pfarrer Welter, dieses Jahr kriegen Sie die ganze Veranstaltung mit. Letztes Jahr, wie die meisten von Ihnen wissen, mussten wir die Außenveranstaltung wegen Regen absagen. Des Weiteren darf ich begrüßen, ich nehme jetzt keine Reihenfolge, Herrn Bernd Krenzle, langjähriger Politiker im Stadt, Bund und Land. Herzlich willkommen. Herr Juri Heiser, CSU-Stadtrat und BDV-Vorsitzender, herzlich willkommen in unserer Mitte. Ebenfalls möchte ich herzlich willkommen heißen Herrn Dirk Wurm, unseren Ordnungsreferenten. Ich hoffe, er sieht oder kann sich ein Bild von der ordnungsmäßigen Ablauf unserer Veranstaltung machen als Chef der Ordnungsbehörde. So, dann möchte ich noch herzlich begrüßen Frau Dr. Hella Gerber. Sie ist die Vorsitzende von den Banater Schwaben. Applaus
und ebenfalls der Herrn Rolf Schnell aus der Stadtverwaltung, Politik. Wir kennen uns noch nicht, aber ich darf Sie mal ganz einfach formlos so. Und die Frau Vanessa Schärfböttcher, wenn ich das richtig verstanden habe, herzlich willkommen. Die Frau Annemarie Probst, Bekannte aus dem ehemaligen Wirkungskreis von Herrn Pfarrer Maywald, Bezirksrätin Haupt, wirklich in diesem Zusammenhang herzlich willkommen. So, habe ich noch keinen, die ich noch nicht gesehen habe, von unseren Landsleuten, alle, die ehrenamtlich und in Amt, in Stadt, Land und Bund tätig sind, herzlich willkommen heute bei uns. Einen herzlichen Dank an alle, die zu der Vorbereitung dieses Festes beigetragen haben. Fangen wir es mal chronologisch an. Der Chor hat den Gottesdienst begleitet. Herzlichen Dank an den Siebenbürger Chor. Die Blaskapelle spielt wie immer für den Schmaus unserer Ohren. Herzlichen Dank an die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg. Und heute zu Gast, wie auch letztes Jahr bei verregnetem Wetter, darf ich auch die Banater Tanzgruppe, ich sage es jetzt mal, Augsburg begrüßen unter Leitung von Frau Ramona Sobota. Herzlich willkommen bei uns heute. Alle anderen Gruppen, Aktiven, die hinter den Kulissen arbeiten, ja, egal ob es von der Theatergruppe, Chor, ehrenamtliche Mitarbeiter, Handarbeitskreis und so weiter, herzlichen Dank und weiter so. Ich darf jetzt Frau Weber herzlich um ihr Grußwort bitten. Nachmittag hier im Pfarrgarten von St. Andreas. Ich darf Sie erstmal ganz herzlich alle von Oberbürgermeister Dr. Kurt Griebel grüßen, der ja selber schon ein paar Mal hier beim Kronenfest war. Und ich habe ihn gestern Nachmittag getroffen. Dann haben wir uns so unterhalten, was wir denn am Wochenende noch so vorhaben. Und dann hat er gesagt, das Kronenfest ist wirklich eines der schönsten Erlebnisse, die er immer hat, wenn die Burschen dann hochsteigen und oben plündern, was es zu plündern gibt. Und ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich heute das erste Mal da sein darf. Herzlichen Dank für diese wunderbare Einladung. Ich bin total fasziniert von den Trachten, von den Stickereien an den Damen, was da alles wirklich an den Bändern, an den Schürzen, da sind Jahreszahlen eingestickt, teilweise glaube ich auch Familiennamen. Das sind, glaube ich, ganze Familiengeschichten, die da teilweise auf den Trachten auch erzählt werden, die wahrscheinlich auch von Hand zu Hand gegeben werden und man einfach wahnsinnig stolz ist, dass man sie heute beim Kronenfest auch austragen kann. Und ich möchte Ihnen bloß einfach sagen, Sie sehen alle unfassbar toll aus und das ist wirklich eine so große Gruppe, die hier versammelt ist, das ist der Wahnsinn. Die Siebenbürger Sachsen sind eine wahnsinnig lebendige Volksgruppe. Wir merken das in der Stadt auch, wie sehr sie aktiv sind, wie sehr man sie überall trifft, egal wo, bei welchen Festivitäten, aber auch im tagtäglichen Leben. Die Siebenbürger Sachsen sind immer wahrnehmbar und präsent. Und sie sind eine Volksgruppe, die auch immer ihre eigene Tradition wahnsinnig hochhält. Ihnen allen ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass die Kultur, die sie ja teilweise durch ganz Europa mitgenommen haben oder wieder mit zurückgenommen haben, auch leben, dass sie ihre Gemeinschaft auch pflegen und dass das, was sie miteinander auch haben, auch in der Gemeinschaft entsprechend ausführen. Und das merkt man, dass sie einfach eine ganz enge Gemeinschaft sind. Man merkt, dass sie sich aufeinander verlassen und man merkt auch, wie groß die Freude heute war, zum Kronenfest zu kommen. Pfarrer Maywald sagt ja immer, wenn in seinem Pfarrgarten gefeiert wird, regnet es nicht. Das war vor ein paar Wochen bei den Russlanddeutschen schon so, wo es auch ein bisschen grau am Himmel war und er hatte schon wieder recht, auch wenn es vorher einen Schauer gegeben hat. Und insofern hoffe ich sehr, dass das Kronenfest jetzt wirklich trocken über die Bühne gehen kann, weil ich einfach unfassbar gespannt bin, wer an diesem Stamm hochklettern kann. Ich werde es nicht. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich wünsche Ihnen allen ein wunderbares Fest. Danke. Vielen Dank für Ihre Grußworte. Ich darf
chronologisch vorgehen, nach oben. Lieber Andreas Jäckel, ich darf Sie ganz herzlich um Ihr Grußwort bitten. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Nachmittag. Wir haben uns zum letzten Jahr schon deutlich gesteigert. Sie wissen, wie alle da waren, dass es letztes Jahr ja mit uns nicht ganz so gut beim Wettergott war. Und deswegen ist es umso schöner, dass jetzt wir inzwischen bei Sonnenschein angelangt sind. Ich selber bin auch engagiert inzwischen im Bund der Vertriebenen, bin seit letzter Woche der Bezirksvorsitzende hier für Schwaben und möchte natürlich auch an dieser Stelle den Siebenbürger Sachsen meine herzliche Verbundenheit auch mitteilen. Und deswegen ist es schön, dass wir gerade in Augsburg so viele Feierlichkeiten in den Landsmannschaften haben und schön, dass ihr miteinander das auf die Beine stellt. Vielen Dank natürlich auch dem Pfarrer, dass wir diesen schönen Pfarrgarten hier mitten von Wohnhäusern umsäumt, eine grüne Oase, auch nutzen können. Ich wünsche jetzt allen einen wunderschönen Nachmittag, entspannte Stunden und bis zum nächsten Jahr. Vielen Dank. Und es soll natürlich auch bei keinem hier Anwesenden das letzte Mal sein. Sie sind immer herzlich willkommen in unserer Mitte. Ich darf zwischendurch einen Kollegen noch begrüßen. Lieber Andi, entschuldige, im Nachgang unser Bundesjugendleiter Andreas Roth. Herzlich willkommen noch in unserer Mitte. Er verzeihe mir das Versehen. Er ist zwar nicht zum Übersehen, aber ich habe es gemacht. Herr Dr. Volker, ich darf Sie ganz herzlich um ein Grußwort bitten. Ja, vielen lieben Dank, Herr Schwarz, liebe Frau Baku, liebe Eva Weber, Herr Pfarrer Maywald, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Siebenbürger Sachsen. Zunächst einmal freue ich mich ganz herzlich, hier bei Ihnen und bei euch wieder zu Gast sein zu dürfen. Ich war ja dieses Jahr schon zu Gast in Dinkelsbühl und habe ein bisschen die Atmosphäre genießen dürfen und habe mich seit dem Tag gefreut, hier wieder da sein zu können. Sie wissen, dass ich, wenn es irgendwie geht, jedes Jahr zu Ihnen komme. Ich durfte auch schon mal eine dieser hervorragenden Trachten tragen, ohne dass ich es eigentlich verdient habe. Und letztes Jahr habe ich absagen müssen wegen einer Auslandsreise. Da komme ich nach 4 Tagen China zurück und frage, wie war denn das Kronenfest? Da ist mir gesagt worden, naja, ist ausgefallen. Ich habe mir gedacht, na gut, ich muss auf alle Fälle hier vorbeikommen, damit ganz sichergestellt wird, dass durch unsere starke Präsenz der Herrgott auf alle Fälle zumindest zur Hälfte der Siebenbürger Sachs ist. Und er hat es heute bewiesen. Das Wetter ist schön wegen Ihnen, meine Damen und Herren, weil Sie so eine große Verbundenheit haben zu unserer wunderbaren Trachtenkapelle, zur Jugendgruppe und schließlich zur Pflege unserer Tradition. Der Mensch ist nur so viel wert, wie das, was ihm wirklich am Herzen liegt. Heimat, Familie, Freunde, die er das auch pflegt und in seinen Alltag integriert. Und deswegen ist es so wunderbar und es lässt einem, glaube ich, das Herz aufgehen, dass diese Tradition auch weitergeben wird an die Kleinsten, die damit diesen Anspruch auch vortragen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir haben, nämlich auch eine Zukunft mit dieser Volkstracht und Volkstanzgruppe. Aber noch 2 kurze politische Bemerkungen, die mir wirklich wichtig sind. Zum einen, Sie können sich darauf verlassen. Wir haben das in Dinkelsbühl angesprochen. Wir werden im nächsten halben Jahr auch daran gehen, ganz klar zu arbeiten, dass auch die Benachteiligung von Siebenbürger Sachsen, von Spätaussiedlern, von Vertriebenen im Rentenrecht beseitigt wird, weil Lebensleistung sich auch widerspiegeln muss in der Anerkennung. Das ist ein Thema, das vielleicht... Ja, das hat was mit Wertschätzung zu tun und mit der Frage, wie bilden wir im Recht auch die Biografien von Ihnen ab. Und eine zweite Botschaft ist wichtig. Wir stehen auch ganz deutlich von der Kommunalpolitik, der Landespolitik bis zur Bundespolitik auch an der Seite unserer und ihrer Landsleute, die noch in Rumänien sind. Wir renovieren die Kirchen, wir helfen ihrer Kultur
und wir lassen nicht zu, dass auch in Rumänien eine Spaltung passiert zwischen Siebenbürger Sachsen und der einheimischen Bevölkerung. Das darf nicht sein, da rufen wir jedem in Rumänien zu, dass hier diese Bestrebungen auch gegen ihren Präsidenten Klaus Johannes aufhören müssen. Es ist uneuropäisch und das ist antisolidarisch. Da können Sie sich unsere Unterstützung ganz bewusst sein. Mit den besten Grüßen, ich habe vorhin noch mit ihm geschrieben, von Ihrem, unserem Präsidenten Bernd Fabricius, darf ich dieses Grußwort beenden. Ich freue mich, hier zu sein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Ich sage ganz bewusst, bis zum Kronenfest 2020. Genießen Sie den Nachmittag. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Volker Rönig, für die Grüßworte. Lieber Andi, die Jugend steht stramm. Du darfst als Bundesjugendleiter bitte ich dein Grußwort. Vielen Dank, lieber Helmut. Ja, liebe Gäste, werte Ehrengäste, liebe Besucher des Kronenfestes, ich darf mich im Namen der siebenbürgisch-sächsischen Jugend ganz, ganz herzlich bedanken. Ich bin ja privat hier schon ganz oft zu Gast gewesen, jetzt zum ersten Mal in dieser Funktion. Und ich denke, das Kronenfest ist ein Fest der Jugend, so wird es ganz oft beschrieben. Und nirgendwo trifft es besser zu als hier in Augsburg, wenn man sich mal so umschaut. Hier wird das Fest wirklich zu großen Teilen, natürlich mit Unterstützung der Erfahrenen, aber zu großen Teilen von der Jugend organisiert. Die stellen den Stamm auf, die pflücken die Blumen, die bereiten das alles vor, die studieren die Tänze ein. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken im Namen der SJD, denn ihr tragt die Gemeinschaft und ihr tragt auch die siebenbürgisch-sächsische Jugend in den Kreisgruppen vor Ort weiter. Das ist wichtig, denn wir auf Bundesebene, wir können vielleicht die groben Leitlinien setzen, aber die Arbeit und die wichtige Basisarbeit, die wird hier vor Ort gemacht. Dafür möchte ich euch ganz, ganz herzlich danken. Und das Kronenfest ist ein Zeichen oder ist ein Symbolbild aus meiner Sicht für unsere Gemeinschaft. Es zeichnet sich aus, dass Jung und Alt zusammenarbeitet, aber auch zusammen feiert. Und ich denke, diese Kombination ist ganz wichtig und tut jeder Gesellschaft gut. Gemeinsam arbeiten, aber auch gemeinsam genießen, gemeinsam feiern. Das hält uns zusammen, das zeichnet uns aus. Und ich wünsche der Kreisgruppe, ich wünsche der Jugend noch viele Jahre, dass diese Zusammenarbeit weitergetragen wird und man hier in 10 Jahren immer noch so einen großen Kreis sieht, aber dann mit neuen Gesichtern. Zumindest die letzten 10, 15 Jahre, wo ich das mit begleiten durfte, war das der Fall und ich bin mir sicher, es geht so weiter. Vielen Dank, einen sonnigen Tag und alles Gute. Lieber Andi, vielen Dank. Ich darf aus dem Augsburger Stadtrat noch Herrn Chico Pittman ganz herzlich begrüßen, der dazugekommen ist. Andi, ich weiß, diese Krone wäre mal eine Herausforderung gewesen. Leider, wie man es nehmen will, bist du jetzt verheiratet. Ich darf auch deine liebe Frau begrüßen. Sie ist Landesjugendleiterin. Jetzt ein bisschen mit familiären, nicht Problemen, sondern Aufgaben stärker belastet. Aber es ist keine Last, Kinder zu bekommen, sondern es ist ein Segen. Und hiermit möchte ich meinen persönlichen Dank auch der Jugend und den Helfern zum Errichten, zum Binden, zum Aufstellen dieses Kronenbaumes. Traditionell möchte ich jetzt an die Predigt anbinden, die heute in der Kirche stattgefunden hat. Und zwar ging es darum, dass wir die Werte beibehalten, die wir von Kindesbeinen, von Generation zu Generation mitbekommen haben, gepflegt haben, getragen haben, dass wir die beibehalten. Und zwar, da bin ich ein bisschen traditionalistisch, puristisch, vor allem beim Kronenfest. Ich kann es nicht mit anschauen, wenn man da nicht raufsteigt, sondern raufgezogen wird. Und das wird in Augsburg versprochen nicht passieren. Und diese Werte, liebe Landsleute, sollten Sie auch weiterhin Ihren Kindern, Ihren Nachfahren geben, weitergeben. Und mein persönlicher Wunsch auch,
nicht nur auf den Lippen findet, auch in, weil wir jetzt hier Prominenz aus der Politik, oder ich sage jetzt Prominenz ist nicht richtig gesagt, das sind die Verantwortlichen, unsere Volksvertreter. Was man auf den Lippen hat, sollte man auch im Herzen tragen und auch versuchen zu verwirklichen. Und das gilt auch in der Tradition, auch in der Politik, auch in der Wirtschaft. Dafür, wofür man steht, dafür sollte man sich einsetzen, und zwar mit allem dem, was man hat. Vielen Dank. Bevor ich jetzt an die stellvertretende Vorsitzende und Debako weitergebe, möchte ich denjenigen, die uns zum ersten Mal besucht haben, auch ein kleines Andenken überreichen, in flüssiger bzw. auch in Blumenform. Ich fange an, wie im Laufe der Grußworte, frei über. Und hiermit gebe ich das Wort weiter. Wir fahren im Verlauf unseres... ...mit dem Festakt weitermachen, möchte ich erstmal den Frank zu mir nach vorne bitten und den Udo Schneider. Wir haben nämlich noch etwas auf dem Herzen und auf den Lippen, so wie wir vorhin gehört haben, was Sie gerne loswerden möchten. Wer von euch beiden möchte anfangen? Der Frank fängt an. So, lieber Frank. Übrigens, ich darf den Frank vorstellen in dieser Runde. Darf ich das jetzt schon machen? Gerne. Der Frank, der ist seit ungefähr 3 Jahren in der Kreisgruppe Augsburg, in der Tanzgruppe Augsburg dabei. Die Liebe hat ihn hierher verschlagen und er hat Verantwortung in der Tanzgruppe übernommen. Und ist seit Dinkelsbühl, seit dem Heimattag, ist er Tanzgruppenleiter, zusammen mit dem Udo Schneider. Also das ist die neue Führung in der Tanzgruppe Augsburg. So, den Udo, den kennen die meisten schon, den brauche ich nicht vorstellen. Und Frank, nachdem du hier sozusagen jetzt in der ersten Position hier bist, ja, als Tanzgruppenleiter, hast du auch das erste Wort. Vielen Dank, liebe Ute. Nun, wir haben heute hier viele Persönlichkeiten schon geehrt, aber einer fehlt noch. Lieber Helmut, knapp 30 Jahre hast du diese Tanzgruppe nun geleitet. Knapp 30 Jahre, in denen viele Gesichter und viele verschiedene Persönlichkeiten Teil dieser Gemeinschaft waren und es teilweise heute noch sind. Wie Ute schon erwähnt hat, hast du am diesjährigen Heimattag in Dinkelsbühl dein Amt als Tanzgruppenleiter offiziell niedergelegt. Wir möchten im Namen der Tanzgruppe die Chance hier beim Kronenfest nutzen und ein Dankeschön aussprechen. Rückblickend lässt sich eines sagen, du hast diese Tanzgruppe geprägt. Du hast mehrere Generationen von Tänzerinnen und Tänzer geleitet und geführt. Dabei gab es viele anstrengende Proben, lustige Proben, aber vor allem haben wir immer lehrreiche Proben gehabt. Auch wenn du dich teilweise oft wiederholen musstest, irgendwann haben wir es dann doch gelernt. Ohne deinen Einsatz und deine intensive Arbeit mit uns wäre diese Tanzgruppe heute nicht das, was sie ist. Auch wenn nicht alle deiner unermüdlichen Erklärungsversuche sofort gefruchtet haben und einige von uns heute immer noch ihre Beine beim Polka-Tanzen nicht hoch genug heben, so haben wir doch tänzerisch ungemein vieles von dir gelernt und hoffentlich auch verinnerlicht. Und du hast vorhin schon erwähnt, wir sollen uns alles, was wir in unserem Herzen tragen, erhalten.
Und dieses Wissen, was du uns beigebracht hast, das möchten wir weitergeben. Und es ist uns eine sehr große Ehre, in deine Fußstapfen zu treten. Es ist unstrittig, übrigens auch, das weiß ich selber, für andere siebenbürgische Tanzgruppen, denen dein Name ein Begriff ist, dass dein Wissen über den Volkstanz und das Tanzen an sich in der Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen in Deutschland seinesgleichen sucht. So oder so, gefürchtet und gesucht. Aber nicht nur tänzerisch, sondern auch, was das Vereinsleben oder die Organisation der verschiedenen Veranstaltungen betrifft, haben wir alle in den Jahren viele Erfahrungen gesammelt. Du warst immer ein Mensch für das Besondere. So ist es uns allen zum Beispiel der Schwertanz in Hermannstadt 2017 in Erinnerung geblieben, der seit ewigen Zeiten dort nicht mehr aufgeführt wurde, und du hast uns dazu gebracht, dass du dich wirklich nie zufrieden gegeben hast und damit oftmals mehr aus uns herausgeholt hast, als wir uns selbst zugetraut hätten. Und eines ist sicher, das blaue Buch wird uns bis in alle Ewigkeit in unseren Träumen verfolgen. Zum Dank haben wir uns natürlich auch ein kleines Geschenk für dich ausgedacht. Da du ein großer Grillmeister bist, haben wir dir die passende Grillschürze besorgt, und auf der, die können wir gleich zeigen, kann man klar erkennen, man kann hier klar erkennen, wer hier der Chef ist. Denn hier steht drauf, hier grillt der Chef, und zwar höchstpersönlich. Ja, die haben wir natürlich auch nicht ganz vergessen, deswegen geht es auch weiter, weil Grillen ist das eine. Aber zum anderen, da du jetzt freitags ja öfters mal ein bisschen mehr Zeit hast und flexibel bist, wollen wir dir natürlich auch etwas dafür bieten, und wir haben dir ein Wellness-Wochenende zusammengelegt, wo du mit deiner Frau mal hingehen kannst zum Entspannen und zum Relaxen und einfach mal wieder Kraft tanken. Aber vergiss bitte nicht, du bist immer noch Mitglied in der Tanzgruppe. Und du weißt ja, wenn man freitags nicht in die Probe kommt, muss man rechtzeitig bei der Tanzgruppenleitung sich abmelden. Ansonsten musst du ja was in die Kasse reinlegen, die Strafkasse, und zwar 2 Euro. Da musst du dich auch dran halten. Also lieber Helmut, du hast ein paar Pflichten, du hast viel geleistet. Das ist ein kleines Dankeschön für uns. Du bist ja nicht aus der Welt, wir sehen dich ja noch tagtäglich. Wir werden dich mit Sicherheit immer wieder auch um Rat bitten und dich das eine oder andere vielleicht mal fragen, weil so viel, was du in den letzten Jahren angesammelt hast und weitergegeben hast, das müssen wir auch erst noch ein bisschen lernen. Von dem her auch als Kreisgruppenvorsitzender bist du ja immer da. Nichtsdestotrotz wollen wir in die Fußstapfen treten, sie ausfüllen und geben unser Bestes, damit die Tanzgruppe noch mindestens so viele Jahre, wie sie jetzt schon hat, weiter besteht und gedeiht und wächst. Vielen Dank, Helmut, für deine Jahre. Vielen Dank, liebe Tanzgruppe, ihr wisst, das größte Geschenk, das ihr mir machen könnt, ist, dass ich, wenn ich in 20 Jahren drauf schaue, die Sachen erkenne, die man im Laufe der Jahre irgendwo eingeritzt hat, eingekerbt hat, und dann kann man sagen, okay, da war ich auch mit dabei, dazu habe ich auch beigetragen. Und eins davon ist das hier, und das möchte ich in 50 Jahren auch nochmal von euch sehen. Definitiv, wir geben unser Bestes. Danke noch einmal. Willkommen in diesem Dasein. Ich bin dir 2 Jahre vorausgegangen und jetzt können wir uns auf andere Ebene weiter zusammenschließen. Also die offizielle Benennung ist Senior Chief Assistant, bitte. Die
ich sehe gerade, du hast ja einen tollen Grill gekriegt. Ich wollte schon vorhin sagen, den musst du dann einweihen und nutzen und zusammen grillen. Aber ich glaube, dann geht das Ganze in Kohle auf. Das ist eine Deko, das ist aus Holz. Also wenn du das schaffst, auf dem zu grillen und dass der erhalten bleibt, dann bist du echt ein Meister. Nein, ihr wisst, es gibt einen Steinbackofen, da kann man Pizza machen, grillen, was auch immer. Wir machen einen Termin aus und dann feiern wir mal. Vielleicht seht ihr auch mich auch mal besoffen. So, ich sehe schon, der Kronensteiger macht sich bereit, aber bevor er überhaupt draufsteigt, möchten wir zusammen ein Lied singen. Sie haben alle dazu Faltblätter gekriegt, und zwar das Lied zusammen in Begleitung der Blaskapelle auf Desert Eard. Durchsage müsste ich machen wegen einem Falschparker, und ich bitte ihn wegzufahren, weil es ist ein Privatparkplatz. Ansonsten wird der Abschleppdienst gerufen und dann wird es entsprechend teuer. Das Autokennzeichen Augsburg, Wilhelm Anton 1000. Bitte wegfahren, weil sonst ist heute Abend das Auffahrzeug nicht mehr da. Kronenfeste gehören zu den weltweit ältesten Naturfesten der Völker und Kulturen. Sie stammen aus der vorchristlichen Zeit und haben viele Aspekte und Traditionen. Die Feste werden zur Sommersonnenwende gefeiert. Dies ist das Fest der Sonne, des längsten Tages und der kürzesten Nacht. Der siebenbürgische Pfarrer Martin Fellmer hat in seinen Handschriften diesen Gebrauch, den er in den Gemeinden um Hermannstadt beobachtet, 1746 festgehalten. In Siebenbürgen wurden die Kronenfeste zwischen dem 24. Juni, dem Johannistag, und dem 29. Juni, Peter und Paul Tag, gefeiert. Der Brauch des Kronenfestes in Siebenbürgen wurde von Ort zu Ort unterschiedlich gefeiert. Der Aufwand zu Ehren dieses Tages und die festlich geschmückte Krone als Sinnbild des Lebens leiteten die Vorbereitungen zur Getreideernte ein. Man betete und dankte. Die Kreisgruppe hat vor 35 Jahren, 1984, das erste Kronenfest in der Bundesrepublik wiederbelebt. Die Voraussetzungen für die Feier eines solchen Festes haben sich im Laufe der Jahre kontinuierlich geändert. Aus dem reinen Enthusiasmus von ein paar wenigen Landsleuten ist heutzutage ein Fest entstanden, welches eine professionelle und umfangreiche Organisation erfordert.
Ein Fest über mehr als 1000 Gäste zu organisieren, bedarf einer umfangreichen Planung und Ausführung, die nur mit Hilfe von allen aktiven Gruppen zu bewältigen ist. Das Kronenfest war und ist das Fest der Jugend. Wir bauen verstärkt auf die junge Generation. Gerade in diesem Jahr war festzustellen, dass eine ganz junge Generation bzw. Mannschaft den Aufbau der Krone gestemmt hat. Gestern waren viele junge Mädels und Burschen von in der Früh bis abends tatkräftig im Einsatz. Ihnen gilt heute ein ganz, ganz großer Dank, ein dickes Lob für diese Arbeit und ein kräftiger Applaus. An der Krone sehen Sie nur unseren Jungknecht, den Algern Schneider. Er hatte sich schon letztes Jahr bereit erklärt, auf die Krone zu steigen, welches wetterbedingt leider nicht in der Form stattgefunden hat. Und der Holger Pauli, das ist der Altknecht, der sozusagen seine Verantwortung, seine Aufgabe dem Adrian überreicht. Der Holger, der ist schon, glaube ich, zum dritten Mal auf die Krone gestiegen. Der Adrian, der macht das heute zum ersten Mal. Adrian ist 28 Jahre alt. Er ist seit 2 Jahren in der Tanzgruppe. Er ist 2017, also vor 2 Jahren eingestiegen, an einem Freitag. Und das war gerade der Freitag, der mit den Vorbereitungen fürs Kronenfest verbunden war. Und da haben wir einfach geflaxt und gesagt, ja, er würde schon gerne draufsteigen. Aber 2017 hatten wir ja schon den Holger. Und da hat er den Mund nicht zu voll genommen, weil ein Jahr drauf wollte er das unter Beweis stellen. Leider ging es letztes Jahr nicht. Dieses Jahr darfst du, Adrian. Und mit einem kräftigen Applaus und mit der Blaskapelle werden wir dich jetzt nach oben tragen. Thank you.
Der Holger stand da und hat dich praktisch auf die Schulter genommen. Und die Blaskapelle und wir haben dich angefeuert und das hast du ganz toll gemacht. Also die 2 Jahre, die du drauf dich vorbereitet hast, die haben sich ohne weiteres gelohnt. Und jetzt, solange du noch, kriegst du noch 1-2 Minuten zum Verschnaufen. In dieser Zeit singen wir zusammen mit der Blaskapelle das Lied »Kein schöner Land«. In die herrliche Welt hinaus. Das Herz wird mir groß, das Herz wird mir weit, über die schöne Gottes Herrlichkeit. Im Tale das Korn, am Berge der Wein und mittendrin unsere Liebe gemein. Was ragt in der Mitte des Dorfes hervor und weist mit dem Glockenturm zum Himmel empor? Es ist unsere Kirche, das Gotteshaus, wo wir alle gehen, ein und aus. Männer und Frauen auf Wiese und Gassen, die wollen wir alle hoch leben lassen. Ihr Kinder und Jugend seid auch dabei, auf das doch alles beisammen sei. Drum hebt das Glas mit dem kühlen Wein, es lebe unsere Liebe gemein. Wir waren die Krone nach altem Brauch und Recht, als ein ehrbar stolzes und freies Geschlecht. Die Mädchen, sie banden viel Blumen hinein, soll manchem Burschen ein gutes Zeichen sein. Bleibt treu dem Erbe unserer Alten, dann bleibt unsere Gemeinschaft noch lange erhalten. Damit nach Jahrhunderten, so Gott es mag, unsere Jugend noch tanzt am Kronentag. Wie wat? Unsere Jugend und Gemeinschaft soll leben. Dazu ein dreifaches Hoch! 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 Damit nicht nur wir ein bisschen vom Regen nass werden, die Kinder, alle die da sind, ihr dürft jetzt alle in die Mitte unter dem Kronenbaum euch versammeln, weil der Adrian, der hat nämlich oben etwas, was er gerne runterschmeißen möchte. Und dazu seid ihr, liebe Kinder, alle eingeladen. Kommt hierher und sammelt fleißig ein, was der Adrian jetzt runterschmeißt. Ich sehe da auch die großen Kinder dabei sind, die möchten auch immer was. Und die Regenschirme, die sind jetzt als gutes Mittel, werden sie umfunktioniert. Dass möglichst viel hängen bleibt. Thank you.
noch eine ganze Tasche. Komm, die Kinder warten drauf. Im Chor, in dem Seniorenkreis, in dem Handarbeitskreis. Sie alle haben dazu beigetragen, dass das Kronenfest über viele Jahre so gewachsen ist. Durch Ihr Mitwirken genießt das Augsburger Kronenfest sowohl in der Stadt Augsburg als auch in unserem Verband einen hohen Bekanntheitsgrad. Wir dürfen uns glücklich schätzen, Sie alle in unseren Reihen zu haben und auf Sie zählen zu können. Ein besonderer Dank geht auch an Sie, liebe Landsleute, denn Sie haben uns alle Jahre die Treue gehalten. Ich lade Sie weiterhin ein, unsere Veranstaltungen zu besuchen. Nehmen Sie aktiv an unserem Vereinsleben teil und werden Sie auch Mitglied des Verbandes der Siebenbürger Sachsen. Mit Ihrer Hilfe und auch mit Ihrem Einsatz werden wir bestimmt auch noch in den nächsten 35 Jahren Kronenfeste hier in diesem Rahmen feiern dürfen. Da Adrian so lange sich jetzt noch ein bisschen säubert,
singen wir zusammen mit der Blaskapelle zum einen das Siebenbürgerlied und dann als zweites die Bayernhymne. Und dazu würde ich Sie bitten, sich zu erheben. Selina Wustner aus der Tanzgruppe Ingolstadt den Tanz eröffnen. Die Gemeinschaft des Siebenbürgen Sachsen, glaube ich, hat euch gut getan, weil in diesem Kreis habt ihr euch kennengelernt. Und jetzt dürft ihr beide hier den Tanz eröffnen.
Wir würden jetzt eine Programmänderung vornehmen, und zwar jetzt gleich als nächstes die Kinder, die dürfen ihren Tanz zeigen, und wenn es nicht ganz arg runterkommt, dann tanzen auch gleich alle anderen. Wir probieren es jetzt mal auf jeden Fall mal, dass die Kinder tanzen, und vielleicht hält ja das Wetter doch einigermaßen, und die Banater Schwaben dürfen dann auch ihre zwei Tänze zeigen und die Schüler-Jugend-Tanzgruppe und die Tanzgruppe. So, und ich möchte euch jetzt bitten, die Trachtenträger, kommt zu mir, sag ich mal, vor die Bühne oder zu der Blaskapelle, dass wir hier einen schönen Halbkreis machen. Und die Kinder, die jetzt dann auftreten werden, die können sich schon aufstellen. So, alle anderen Trachtenträger kommen. Naja, will ich bleiben. Do, drehen.
Hallo Musiker, wir sind noch nicht spielfähig. Bitte auf die Bühne, das letzte Mal. Lasst alle Schlange stehen, Bestellungen da. Das Programm hat sich geändert, wir haben das Programm auch geändert. Thank you.
Gasttanzgruppe, und zwar die Tanzgruppe der Bananenschwaben Augsburg. Sie werden uns heute den Donauschwabenwalzer und den Tanz für lustige Leute zeigen. Viel Spaß dabei! Thank you.
fließt nach Süden, fließt du schön ins Schwabenland. Und die Hochlau sollen dich grüßen, denn du bist mit uns verwandt. Denke oftmals aus der Ferne, an das schöne Heimatland. Wie schön ist er, ja? Die Sehnsucht nach dir bleibt auf Himmel und ewig bei mir. Thank you.
Wir sehen jetzt hier auf der Tanzfläche die Schüler-Jugendtanzgruppe. Und bevor der Frank weitermacht, möchte ich die Gelegenheit nutzen und jemanden in dieser Runde ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Und zwar Sandra Bruce. Schön, dass du diese Gruppe übernommen hast. Du machst es jetzt seit ungefähr 2 Monaten, bist du die Tanzleiterin, zusammen mit dem Helmut. Der Helmut unterstützt dich und wir bauen dich als in der Kreisgruppe auf, dass du diese Gruppe weiterführen wirst. Und wir finden es ganz toll, dass du mit deinen 17 Jahren diese Verantwortung übernommen hast und das machen wirst. Einen ganz, ganz kräftigen Applaus für dich und wir hoffen, dass du es lange Jahre machen wirst. Die Schüler- und Jugendtanzgruppe wird Ihnen jetzt den Spritzer 8 darüber zeigen. Viel Spaß dabei. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.